gerade passiert in leider nicht wenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wo die Pressefreiheit hintergangen wird, wo die Unabhängigkeit der Justiz infrage gestellt werden, wo Frauenrechte abgebaut werden, wo man sich nicht sicher sein kann, dass man im politischen Kurs noch gut überleben kann letztendlich. Das sind richtig große Probleme, denen wir uns gerade stellen müssen auf der europäischen Ebene. Denn viel zu lange dachten wir, gut, wir haben Fortschritte erreicht und das wird jetzt einfach immer so weitergehen mit Frauenrechten, aber auch mit LGBTQ-Rechten, dass es weitergehen wird, dass wir die Fortschritte, die wir erreicht haben, dass diese auf sicherem Grund stehen. Aber wir merken, das ist gar nicht so. Wir müssen täglich etwas dafür tun, dass wir die Rechte, die wir erreicht haben, die wir erkämpft haben, dass die auch in Zukunft gelten. Wir dürfen nicht ruhen, wir dürfen uns nicht ausruhen, wir dürfen das nicht für garantiert nehmen, sondern wir müssen täglich daran arbeiten, dass Menschenrechte, Frauenrechte, die Rechte von LGBTQ, von Transpersonen, von Transgender-Personen, dass die überall und immer gelten, nicht nur einen Tag oder zwei im Jahr, sondern dass wir jeden Tag dafür kämpfen, uns dafür einsetzen und nicht ruhen werden. Und es passiert ja auch viel in Europa. Ja, alle reden über die Rechten. Aber was passiert denn stattdessen? Ja, wir sehen die unglaublich vielen jungen Leute, die in ganz Europa jeden Freitag auf die Straße gehen, außer in Belgien, dann gehen sie donnerstags, warum auch immer. Es passiert unglaublich viel an zivilgesellschaftlicher Bewegung. Neben den Fridays for Futures haben wir auch die Feministinnen in Warschau, die auf die Straße gehen für das Recht, über ihren eigenen Körper entscheiden zu können. Das ist ja wohl das Allermindeste. In Rumänien gehen die Leute gegen Korruption auf die Straße, in Ungarn für Pressefreiheit und für das Recht, für ihre Überstunden auch bezahlt zu werden. Auch das Mindeste. Und alle diese Bewegungen, das, was wir da sehen, was auf den Straßen Europas passiert, das ist ein Auftrag für uns und es ist auch Verantwortung für uns. Denn es braucht eine starke Kraft im Europäischen Parlament für das Klima, für die Artenvielfalt, für die Bienen, aber eben auch für die Frauenrechte, auch für die Bürgerrechte, auch für das soziale Europa. Und das sind nur wir Grünen. Deswegen müssen wir rausgehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, die uns irgendwie schon gut finden, auch am Sonntag wählen gehen oder schon vorher, egal, dass sie wählen gehen, dass sie ihre Nachbarn mitnehmen, dass sie alle aus der Bäckerschlange am Sonntagmorgen mitnehmen, dass sie ihre Freundinnen und Freunde mitnehmen, ihre Eltern, ihre Großeltern, alle einpacken und wählen gehen. Denn es kommt auf jede einzelne Stimme drauf an. Es kommt darauf an, was machen wir mit diesem gemeinsamen Europa, was wir haben, was ist unsere Entscheidung als Europäerinnen und Europäer. Und wir Grüne, wir werden alles dafür tun, dass wir Europa zur Vorreiterin machen im Klimaschutz, dass wir das soziale Europa bauen und das Europa der Vielfalt und Menschenrechte. Vielen, vielen Dank.